So, ihr Lieben, da sind wir. Neue Woche, neues Glück. Wobei, ob das jetzt alles so ein Glück war diese Woche, das werden wir gleich erfahren. Ja. Germany's Next Topmodel 2024. Alles anders, alles neu. Folge 4. Heidis Rache. Also ich lache. Und ihr so? Also Heidis Rache. Was ist Heidis Rache? Erzähl uns doch jetzt mal die ganze Geschichte, warum Frau Klum sich in Folge 4 rächen wollte. Ja, also wir können ja dann nochmal im Detail darauf eingehen, weil ich glaube, du spielst auch gerade so ein bisschen auf dieses Tracy-Statement an. Und Tracy wird jetzt ein sehr großes Thema sein, denn es ist etwas passiert, ihr Lieben, was in den ganzen Jahren, in dem ich das hier alles mache, tatsächlich bei noch keinem Format passiert ist. Und ich bin ja immer ein Fan davon, das alles sehr transparent zu kommunizieren. Deswegen mache ich das jetzt an dieser Stelle. Also, ich habe ein Interview mit Tracy geführt vor wenigen Tagen und das sollte ja quasi gestern kommen. Euch dürfte ja nicht entgangen sein, dass es nicht erschienen ist. Und das hat einen Grund. Und für mich ist immer oberste Priorität, dass ich letztendlich, ich sage jetzt mal, meine Gäste insofern schütze, dass ich, wenn sich jemand, ich sage jetzt mal, unwohl fühlt oder in was für eine Situation auch immer befindet, dass man darauf reagiert. Tracy und ich haben darauf reagiert, denn sie wollte nicht, dass dieses Interview veröffentlicht wird. Ich kann euch jetzt schon mal vorab sagen, dass es jetzt nicht an mir liegt und auch nicht, wie wir dieses Gespräch geführt haben, denn ihr wisst ja jetzt, wie aber die Folge... Aber er war richtig spicy, es ist wirklich ja, schade. Ja, Kilian hat es gesehen. Ich hab's gesehen. Es war ein guter, spannender Talk, er war wirklich spicy und ihr war auch sehr wichtig, dass es wirklich einen Real Talk gibt, einfach, dass sie ihre Erfahrungen schildern kann. Das hat sie getan. Real Talk vor allen Dingen. Ja, das hat sie getan und es war eigentlich bis zur Ausstrahlung alles gut und dann kam ja ihr Statement und kurz danach... Ich glaube, danach, bis zu dem Statement war alles gut. Ja, und bis dann, zum Statement, genau. Und dann... haben wir sehr viel gesprochen und dann hat sie mir, das darf ich euch jetzt auch ganz transparent sagen, sie hat dann gesagt, pass auf Ramon, ich möchte nicht, dass dieses Video veröffentlicht wird, weil ich Angst habe, dass sie verklagt wird. Also sie hat Angst, von ProSieben verklagt zu werden. Vorab muss ich aber auch noch sagen, oder was heißt vorab, besser gesagt gerade jetzt im Nachgang, ProSieben wusste von diesem Interview, die haben das jetzt natürlich nicht gesehen, weil denen das auch jetzt glaube ich inhaltlich egal ist, aber sie wussten auf jeden Fall, dass es das gibt und sie haben das auch erlaubt und sie wussten von Anfang an, was diese Kernthematik sein wird, habe ich auch ganz transparent kommuniziert. Also es ist jetzt nicht so, dass ProSieben zu mir gegangen ist und gesagt, Ramon, das Interview darf nicht veröffentlicht werden, das geht nicht. Es gab irgendwelche Gespräche, aber nichts Dramatisches, aber Tracy hat sich trotzdem dazu entschieden, dass das nicht veröffentlicht wird. Ich werde gleich mal auf ein paar Sachen eingehen, die in dem Interview vorkommen. Ganz wichtig von meiner Seite, du hast es gesehen, ich werde jetzt hier nichts erwähnen, auch um sie zu schützen, was nicht eh schon öffentlich ist. So, du hast das Interview gesehen, Kilian, und ich glaube, wir beide sind uns eigentlich im Kern einig, auch das möchte ich ganz transparent erzählen, dass da jetzt eigentlich, also es war spicy, wie du gesagt hast, und spannend, aber da war jetzt nichts ultra krasses. Ich glaube, dass sie Angst hat vor dieser einen Geschichte, ne, wo sie einfach anscheinend nicht so ganz bei der Wahrheit geblieben ist. Das ist die Frage, da können wir dann nochmal gleich drauf eingehen, zum Thema Wahrheit. Ich bin hier nicht in der Position, dass ich jetzt sagen möchte, irgendjemand hat nicht die Wahrheit erzählt. Ich sage euch aber auch ganz offen, und das könnt ihr auch alle jetzt so als Lehrbuch quasi für die Zukunft mitnehmen. Wenn ich rede jetzt mal von mir, nur von mir, wenn ich ein Interview führe, dann sage ich immer zu 100% die Wahrheit und all das, was Tracy gesagt hat, wirkte auf mich auch erstmal glaubwürdig. War für mich alles schlüssig, wenn dann jemand sagt, ich möchte, dass das Interview nicht veröffentlicht wird, weil ich Angst habe, dass ich verklagt werde. Dann sage ich jetzt auch ganz ehrlich, stelle ich mir natürlich im Nachhinein die Frage. Warum fragt man sich das? Also ja, warum, also wovor hat man Angst? Wenn man ja die Wahrheit sagt oder gesagt hat, dann kann einem ja nichts passieren. Also da müsste ja erstmal eine Gegenseite kommen und belegen können, dass das nicht so ist. Ja, also jetzt so. Bringst du mal auf den Punkt. Naja, ich was sie denn gesagt hat, was eventuell dann vielleicht in ihrem Glaube, weil alles andere hat sie ja erzählt. Ich meine, die aberwitzige Nummer, jetzt mal allen Ernstes, Leute. Tracy, wunderschöne Frau, keine Frage. Ich habe mich auch gefreut, dass sie wiederkommt. Ich fand die Aktion auch mega witzig im Finale und so. Aber jetzt mal Butter bei den Fische, Leute. Es geht hier um Heidi Klum, die seit 19 Jahren Germany's Next Topmodel macht, die in Amerika ein noch größeres... Also sie ist noch größerer Star als hier. Sie macht dort eine Sendung. Ich glaube, die Frau hat so viel
erreicht in ihrem Leben, dass sie doch nicht einen Rachefeldzug gegen eine Kandidatin beginnt. Also jetzt mal, come on, Leute. Da muss ich dir mal ganz kurz Kontext zu geben für die Leute, die jetzt nicht im Bilde sind. Das war auch ein Thema des Interviews. Das plaudere ich jetzt aber nicht aus, denn es gab ein TikTok-Statement von ihr, ne, wo sie auch geäußert hat, dass sie das Gefühl hatte, dass man sich vielleicht an ihr rächen wollte, weil sie im letzten Jahr ausgestiegen ist. Also so. Ganz ehrlich, Leute, jetzt mal allen Ernstes. Glaubt ihr nicht, dass die Frau Heidi Klum Besseres zu tun hat, als in L.A. zu sitzen und denken, ah, geil, Tracy kommt wieder, die will wiederkommen, das machen wir, das machen wir und die hauen wir richtig in die Pfanne. Ich räche mich jetzt an ihr. Ich räche mich jetzt an Tracy. Wofür denn? Weil sie ausgestiegen ist? Ich meine ganz ehrlich, come on, wir sind hier halt auch einfach in einer Staffel, wo alles anders, alles neu ist, wo man auch einer Heidi Klum anmerkt, wie viel Bock die gerade darauf hat. Da ist ja doch egal, sich da an Tracy Rache zu üben. Also wo kommt denn so ein Gedanke her? Wie wichtig muss man sich als Mensch nehmen, um zu glauben, es soll eine Rache geben? Also es war, vor allen Dingen hätte, wenn ich mich dann rächen wollen würde, wenn das ein Plan, sagen wir mal, dann hat sie der Produktion die E-Mail geschrieben, hier ist mein Racheplan für Tracy. Naja, also dann mache ich aber nicht krank. So wie Tracy gesagt hat, weil sie meinte ja, dass sie glaubt, dass Heidi Klum wegen ihr krank war, dass sie gar nicht krank war, sondern nur nicht... Zurück zum eigentlichen Thema. Ich möchte es mal ganz kurz chronologisch aufarbeiten. Also die Rache wäre doch viel süßer gewesen, wenn Heidi dann bei der Entscheidung gewesen wäre, liebe Tracy. Ja, das, also ich... Jetzt werden die Leute, ich meine, bei dir sagen die Leute das ja sowieso schon immer, bei mir werden sie es jetzt auch sagen, jetzt werden sie sagen, ich nehme Heidi Klum in Schutz. Nee, glaube ich, also ich nehme sie nicht in Schutz. Ich glaube tatsächlich, pass mal auf, Leute, also ich meine, ich kann es nicht beurteilen, aber mein Grundgedanke ist, diese Frau hat sehr viel zu tun, nicht nur mit Topmodel, mit ihrer Familie, mit allem drum und dran. Und natürlich wird es Kandidatinnen geben, wenn die aussteigen, so wie das in der Vergangenheit war, dass sie sagt, Mensch, ist aber schade, ich habe viel Potenzial in dir gesehen, hat sie auch bei Tracy gesagt. Und damit... glaube ich jetzt ganz ehrlich, ist das Thema auch erledigt. Und dann macht man auch nicht einen auf krank, weil es einem peinlich ist. Ich glaube auch nicht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube auch nicht, dass Heidi Klum da in irgendeiner Form rachsüchtig ist, weil das keinen Einfluss auf ihr Leben oder auf ihre Show hat, wenn dort jemand freiwillig geht, egal wer. Wir können ja aber nochmal ganz kurz, und vielleicht hängt das auch alles ein bisschen damit zusammen, nochmal kurz erklären, wir fangen mit diesem Thema Tracy komplett an, um das dann einmal abzuhaken, wie die Chronologie war und warum das alles vielleicht auch so gekommen ist, wie es gekommen ist. Tracy war bei GNTM letztes Jahr, hat es übrigens auch schon das Jahr vorher schon mal beworben, hatte eine Zusage, hat sie aber abgelehnt, dann war sie letztes Jahr dabei, ist freiwillig ausgestiegen, wissen wir, hat im Finale dann Heidi gefragt, ob sie dabei sein darf. Wir haben ja auch mal, ich habe auch nachgefragt, du hast auch schon mal nachgefragt, ne, dass sie auch ein bisschen vorbereitet sind, wie das denn so abgelaufen ist. Sie habe ich gefragt? Nee, nicht Tracy, sondern dass wir auch mal, ich habe bei der Produktion mal nachgefragt und so, wie das alles war. Und genau, dann war sie halt dabei. Und ich glaube, dass damit auch eine Erwartungshaltung kommt. Naja, von allen Seiten. Ja, vor allen Dingen, das Ding ist doch, Leute, was glaubt ihr denn, was Tracy wirklich hatte, als sie da war und warum sie rausgeschmissen wurde? Also ich glaube, das, was bei mir persönlich rübergekommen ist, diese Frau hat sich so einen enormen Druck gemacht. Mhm. Einmal kriegt sie die Zusage, sagt ab. Nächste Mal steigt sie aus. Jetzt ist sie wieder dabei. Mhm. Natürlich wollte sie die Beste sein. Natürlich wollte sie weit kommen. Deswegen gehe ich dahin. Dann hat sie noch diesen Vorsprung, dass sie das alles schon mal 6 Wochen erlebt hat. Natürlich macht die sich Druck. Und das hat man in jeder Sekunde bei ihr gesehen. Und Leute, ich bin auch gerade in einer Situation, ich kann nicht sagen, warum, das kommt bald raus, dass ich enorm unter Druck bin wegen einer Arbeitssache, das jetzt noch anders und besser zu machen, weil es beim letzten Mal super war und jetzt gibt es eine Situation, warum es mich so unter Druck setzt. Und es macht mich in einigen Minuten verrückt und in anderen spornt es mich an. Und bei Tracy war es, glaube ich, dass es sie
unsicher gemacht hat. Du hast das gesehen. Die ist mit diesem Wasser nicht zurechtgekommen. Mhm. Ist sie nicht. Sie sagte ja auch selber, es war die größte Challenge ihres Lebens, dort im Wasser zu sein und zu shooten. Wo ich mir denke, Tracy, dann möchte ich dein Leben haben, wenn das die größte Challenge deines Lebens ist, so im Wasser da zu liegen und zu shooten. Okay, mhm. Dann hast du wirklich ein glückliches Leben, wenn das deine größte Challenge ist. Das wirkte alles überfordernd und für mich kam es rüber wie Druck. Und diesen Druck, den sie da spürte, deswegen konnte sie nicht performen. Mhm. Und vielleicht könnte das Ganze auch an dem Ganzen liegen. Es sind ja nun mal auch jetzt Kandidaten und Kandidatinnen dabei, meiner Meinung nach. Da sind so 4, 5, wo ich bei den Frauen und 4, 5 bei den Männern, wo ich so richtig den Fokus draufgelegt habe, wo ich denke, wow, da kann richtig was daraus werden nach dieser Show. Und so stark wie diese Staffel hatte ich das schon lange nicht mehr. Irgendwann gab es halt in der Staffel Selma und Nicole, wo ich dachte, okay, können die Überflieger werden. Jetzt denke ich das gerade bei so vielen, weil da viel Potenzial ist. Vielleicht lag der Fokus dann dort auch nicht mehr so auf Tracy, weil da so viele andere dabei waren, die so gut waren und die so spannend waren. Vielleicht spielte das auch ein bisschen rein. Ja, auf jeden Fall. Ich will jetzt nochmal mit diesem Interview abrunden. Also bin ich total bei dir. Ich glaube, wir beide sind uns trotzdem einig, dass in diesem Interview nichts drin war, wo jetzt irgendwie Klage eingereicht werden würde, um das nochmal zu sagen. Sie hat jetzt nicht krasse Sachen gesagt. Ich hatte jetzt auch den Eindruck, das ist nur eine Vermutung von mir, einfach, dass ihr da auch so ein bisschen Bescheid wisst, das kam, sie hat ihr TikTok-Statement gepostet und ab diesem Moment gab es sehr negatives Feedback. Genau. Ich habe auch zu ihr schon dann nochmal im Privatgespräch gesagt, das kann ich, glaube ich, einfach jetzt hier sagen, dass ich, dass mir das klar war, dass dieses Feedback kommen wird, weil das einfach unglaublich polarisiert, wenn man quasi von sich die Schuld zu 100% wegschiebt und sagt, nee, ich war gut und alle anderen sind das Problem. So, vor allen Dingen, wenn alle gesehen haben, dass sie de facto nicht gut war und es gab nicht nur eine Aufgabe, die sie nicht gut gemacht hat, sondern gleich zwei. Da kommen wir ja gleich auch nochmal zu. Und jetzt kommen zwei Faktoren zusammen. Sie hat natürlich dieses Interview sofort veröffentlicht mit Ende der Sendung, deswegen gehe ich davon aus, sie hat das schon vorab gedreht, ja, ohne das gesehen zu haben. Und dann kommt ein Feedback, mit dem sie, glaube ich, so nicht gerechnet hat. Und von diesem Moment an struggelte das Interview. Aber um jetzt die Interview-Thematik hier abzuhaken, sie hat nichts Schlimmes gesagt, ne? Mhm. Sie möchte es aber trotzdem nicht, dass es veröffentlicht wird. Das respektiere ich an dieser Stelle. Naja, sie hat nichts Schlimmes gesagt, warum sie hätte verklagt werden können. Ja, das ist aber ja ihre Angst gewesen. Das ist ihre Angst gewesen, aber sie hat halt Aussagen getroffen, wo ich dort saß und dachte, Mädchen, also das ist gerade traurig und peinlich. Nimm dich nicht so wichtig. Also ernsthaft. Ich finde es sehr schade, weil es so ein bisschen ein komisches Licht auf sie geworfen hat. Gut, das Interview jetzt nicht, weil es kommt nicht. Aber dieses Statement, wo ich so dachte, Tracy, du bist eine schlechte Verliererin. Aber ich verstehe das irgendwie trotzdem auch ein bisschen, weil ich glaube, es war ja auch ein bisschen peinlich. Die kommt dahin und dann versaut sie es so. Und ich glaube, vielleicht hat sie es einfach auch aus so einem Gefühl des Frustes heraus aufgenommen, um sie auch mal in den Schutz zu nehmen. Oder warum sie vielleicht diese Gedanken hat. Ich möchte ihre Gedanken auch nicht absprechen, dass sie am Set dachte, die wollen mich eh rausschmeißen. Manchmal bildet man sich die Dinge aber auch einfach nur ein, und zwar aus Druck. Das kenne ich in meinem privaten, das kenne ich aus meinem beruflichen Leben. Das kennt auch meine liebste Schwester hier. Mhm. Wir haben öfter mal Situationen, wo wir uns hineinsteigern und das Schlimmste erwarten. Immer. Gegenseitig machen wir das auch. Genau. Und dann passiert am Ende gar nichts. Mhm. So. Und ich glaube, Tracy ist auch eine hochemotionale Person, würde ich sagen. Ja, sehr sensibel auch, würde ich sagen, von meinen Beobachtungen. Von aus der letzten Staffel, dass das alles ein bisschen zu viel war und dass der Druck da jetzt raus muss. Deswegen möchte ich euch auch bitten, keinerlei Sturm gegen Tracy zu machen. Das hat die nicht verdient. Nee. Ich glaube, die hat aus einer Emotion gehandelt. Finde ich diese Emotion selber ein bisschen verrückt und musste ich über Aussagen schmunzeln? Ja, aber ganz ehrlich, Leute, das schadet jetzt all unser Leben nicht. Nee. Also lasst diese junge Frau in Ruhe. Aber war das Interview geil? Ja, das Interview war geil, weil der war so frech. Ich war nicht frech, ich habe einfach Nachfragen gestellt. Nein, aber spicy, wir wissen doch, es gibt jetzt Ramon extra, Wagner 2.0, der nicht mehr immer nur so verständnisvoll und so liebevoll ist.
sondern der auch endlich mal seine Meinung sagt. Und ich sage euch auch, das ist meine persönliche Meinung, ich finde, das Interview hätte ihr weniger in diesem Gesamtkontext geschadet, als das Statement. Dass es jetzt nicht kommt. Und auch, dass es nicht kommt. Aber bitte, bitte, wirklich kein Storm. Nee. Aber wir mussten darüber reden und jetzt, das war's mit Heidis Rache. Aber weißt du, jetzt habe ich mir eine Frage gestellt. Ja, was denn? Wir sind uns einig, dass Tracy letztes Jahr eigentlich gut war. Schon. Ja, sie hatte auf jeden Fall gute Momente. Und jetzt hast du aber gesagt, alle in dieser Staffel, oder nicht alle, aber sehr viele in dieser Staffel sind sehr gut. Und jetzt pass auf, jetzt kommt eine ganz steile These. Tracy ist ja leider ausgeschieden, was ja heißt, sie war in der Runde nicht so gut. Mhm. Und wenn jetzt aber Tracy der Maßstab zur letzten Staffel ist, waren dann die meisten Kandidatinnen im letzten Jahr eigentlich richtig schlecht im Vergleich zu diesjährigen? Nein. Ramonde, jetzt bist du böse. Nein. Also ich glaube, wir müssen am Ende der Staffel nochmal reden, weil jetzt sind wir so in diesem neuen Game drin und sind natürlich auch alle so wuff. Ja, also vor allen Dingen, ich hatte gestern einen Moment in dieser Folge, da kommen wir gleich zu, wo ich so dachte, wir sind angekommen. So, und natürlich liegt es auch an den Boys, aber ich finde, da sind auch Girls dabei, die so viel Potenzial haben. Ja. Ich finde die stärker als die letzten beiden Staffeln. Natürlich habe ich meine Lieblinge aus den letzten beiden Staffeln, keine Frage. Mhm. Aber trotzdem in der Gesamtheit finde ich, weißt du, wenn du jetzt so eine Mare anguckst, die da sitzt bei ihrem ersten Fotoshooting. Egal, wir müssen jetzt hier, wir sind mal, ganz confused. Jetzt fangen wir den eigentlichen jetzt Talk an. Jetzt geht's los. Der Opener dreht. Mhm. Also Leute, weißt du, bei mir wurde ja letzte Woche nicht nur Luca vorgeworfen, sondern ja auch immer meine Beziehung zu Heidi Klum. Ja. So, also Beziehung eben, ne? Beziehung nicht in Beziehung, sondern wir zueinander stehen. Also Leute, dazu würde ich ganz kurz sagen, ja, Heidi und ich, wir kennen uns. Ja, ich habe Heidi auch sehr lieb, aber trotzdem sage ich auch meine Meinung. Und zwar meine ehrliche Meinung. Und das sogar ungefragt. ne? Das sogar ungefragt, das wissen wir auch alle seit letzter Woche. Ich sage ja auch zum Beispiel, dass ich finde, dass Lukas, ich mag ihn, aber absolut kein Model ist, Pizzi als erstes laufen zu lassen, fand ich, ne? Mehr brauche ich dazu nicht sagen, das fand ich sehr bescheiden. So. Und ich finde auch nicht jedes Model gut, was Heidi da aussucht. So. Und ich sage auch, wenn ich mal Dinge nicht schön finde. Nichtsdestotrotz liebe ich diese Sendung. Ich bin ein Fan dieser Sendung. Und deswegen macht es mir auch so viel Spaß, die Folgen zu gucken. Und deswegen sage ich auch, ey, die Folge war geil. So, und es tut mir leid, in dieser Staffel fand ich bisher jede Folge geil. Fand ich das sonst? Nein. Da gab es auch mal Folgen, die haben dann vielleicht 6 Punkte bekommen. So, aber, und trotzdem habe ich ja dann meine Meinung dazu gesagt. Wenn ich jetzt Heidi nach dem Mund nur reden würde, hätte ich ja gesagt, oh, ganz toll, bravo Heidi, super ausgesucht, ich liebe ihn, der muss gewinnen. Nein, habe ich nicht gemacht. Okay, kommen wir zum Opener. Jetzt aber wirklich. Julian, also ich muss sagen, ich bin ja Fan der Zwillinge, wisst ihr ja bereits, ich fand den super. Der war richtig gut. Der war der Erste. Mhm. Ich weiß nicht mehr, gegen wen er war, ich weiß nur, dass er mir richtig gut gefallen hat. Ich überlege gerade, gegen wen er war. Boah, da sind so viele Leute noch dabei. Egal, Julian, du warst super. Ja. Dann Kadisha und Lillian, die haben mich sehr beeindruckt, weil es gibt dort die Möglichkeit, 2 Fotos zu schießen. Und beide haben genau das Gleiche gemacht. Die haben gezeigt, dass sie Fashion können und die haben gezeigt, sie können kommerziell aussehen, was ihre Posen angeht, was die Blicke angeht und das bei 2 Schüssen. Also die beiden haben mich umgehauen. Ja, dann kommen wir doch auch noch mal zum Punkt Tracy. Ich hatte ja das Gefühl, die wollte nicht üben. Ich weiß jetzt nicht, ob es an ihr lag oder auch an ihrer Shootingpartnerin. Sie wollte lieber spontane Posen machen. Ja, hat nicht so geklappt, weil eine Pose jetzt so einfach nur an den Haaren ziehen oder dann irgendwie zu früh abdrucken, das reicht ja dann auch nicht. Es waren halt beide Bilder nicht so super. Ja, und dann gab es aber für mich auch einer hat ja immer aus einer Gruppe gewonnen, ne? Mhm. Für mich gab es dann aber den ganz großen Sieger, wer für mich persönlich nach meinem Geschmack das am besten gemacht hat. Wer denn? Rate doch mal. Boah. Für mich war das ganz klar, es gab einen ganz klaren... Ein Mann, ja?
Habe ich damit jetzt verraten, ja. Ach so, na, wieso kann ja auch einer... Also Lillian und Khadija waren meine Favoriten bei den Girls. Okay. Und es gab dann aber noch mal einer, der so richtig krass war, wo wirklich alles gestimmt hat. Okay, ich sag's einfach. Maximilian. Also den fand ich wirklich richtig gut. Österreich. Der heißt Maximilian, der andere heißt Max aus Berlin. Das habe ich jetzt gelernt. Und dann gab es nämlich zum Beispiel, das jetzt zum Thema, dass ich... immer nur all nach dem Mund rede, zwei Entscheidungen, die ich so nicht getroffen hätte. Und zwar war das bei Max und Franz. Ich hätte mich so eindeutig für Franz entschieden. Ja. Aber sowas von. Die beiden Fotos sahen aus wie aus dem Lookbook von Prada. Das war super. Natürlich war der da jetzt nicht so, yeah, hier bin ich, Franz. Aber die Posen waren auf den Punkt. Und man muss nicht immer, yeah, machen. Das war auf den Punkt, der sah toll aus, hätte ich anders entschieden. Und genauso wie bei Frieda und Armin, hätte ich auch komplett anders entschieden. Okay, ja, gut, da gehe ich mit, ja. Also da war für mich Armin, wenn man sich die Fotos anguckt, viel besser. Ich glaube nur, der liebe Jean-Paul Gaultier, den ich sehr verehre, seht ihr, und ich sage jetzt hier auch meine Meinung, obwohl ich ihn verehre, der steht einfach mehr auf sehr, 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 sehr ausgefallene Typen und nicht so auf die Schönlinge. Und da, es spielt immer dein eigener Geschmack mit rein. So ist das im Leben. Ich ziehe auch lieber die Hose an als eine andere, weil sie mir halt gefällt. Ja, ja. Hat man aber auch, ich meine, dass er auf spezielle und außergewöhnliche Typen... Ja, deswegen hat er auch... Pizzi da genommen. Ja, Pizzi hat er eröffnen lassen. Auch ein Blinder mit dem Rückstock. Ne? Also bei den beiden hätte ich jeweils den anderen gewinnen lassen. Meiner Meinung nach. Ne? So, jetzt Resümee zu der Kampagne. Mhm. Was sagst du zu der Kampagne? Geil. Es ist einfach... Ich muss ehrlich sagen, weißt du, was ich echt schade fand? Ich hätte noch gerne mehr Behind the Scenes gesehen von der Machart, also wie es gemacht wurde. Hätte noch ein bisschen länger gehen können. Aber du hast doch in deinem Video gesagt... Nein, 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 pass auf. Die Challenge an sich... Ah, okay. Okay, aber jetzt nicht so spannend, weil ich wusste, wer für die Kampagne ausgewählt wurde. Aber ich hätte noch gerne mehr gesehen, wie sie das Shooting gemacht haben, wie sie das gedreht haben. Das hätte noch ein bisschen länger gehen können, aber war trotzdem geil. Aber ich hatte einen Lieblingsmoment. Welchen? Ach, ich sehe doch bestimmt gut aus. Bestimmt, wo die aus. Alle... Nein, wo Heidi sagte, ach, ich sehe doch gut aus. Ja, das aber ist geil. Süß. Ja, ich liebe sowieso dieses Lied und ich finde diese Fotos mega hot. Alle sehen mega hot aus. Mm. Also wirklich alle, nicht nur Heidi Klum, sondern alle. Und das Video ist ja auch Bombe. Habe ich mir gestern Abend noch reingezogen. Oh. Du meinst das Musikvideo auch komplett, ja. Mega. So Leute, und dann ist bei mir was passiert. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, nein, den Moment, den ich schon angesprochen hatte. Oh, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Was mit Tracy? Nein, was ganz Schönes kommt jetzt. Also wir wissen ja nochmal alle, ja, okay. 2024 ist alles neu. Und das hat man ja in den letzten Folgen auch schon gespürt. Aber ich hatte so einen Moment, ich lag da in meinem Bett und gucke Germany's Next Topmodel und dann sitzen die da alle in diesem Flugzeug. Mhm. Und es hat mein Herz so erwärmt, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Das war so eine schöne Stimmung, die hatten so viel Spaß und da war so ein anderer Vibe drin wie sonst. Ich dachte mir, jetzt sind wir angekommen bei Germany's Next Topmodel 2024. Gebt mir immer mehr davon. Das war mein Gedanke. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich weil fand man jetzt es mal so gut. Ja, weil jetzt geht die Reise richtig los. Jetzt merkt man diesen Unterschied. Ja, ich fand es super. Mhm. Und dann kommen die in dieser Location an. Ich dachte so, wollen wir da bitte auch im Sommer in Urlaub hinfliegen? Ich habe mich auch echt gefreut, sag ich jetzt ehrlich. Du weißt, ich liebe L.A. und ich freue mich auch, dass die trotzdem jede Staffel nach L.A. fliegen. Aber ich freue mich auch, dass wir jetzt wieder mal eine alternative Location sind. Da muss ich dir ehrlich sagen, weil die Leute sagen, ja, früher sind die nach Kuba. Ja, ist alles schön, aber da waren sie ja schon. Ich finde Teneriffa cool. Ich freue mich einfach, dass da was anderes ist. Wie lange sieht man denn da? 5 Stunden oder so? Was? Man fliegt 5 Stunden nach Teneriffa? Vielleicht auch 3, ich habe keine Ahnung, ich war noch nie da. Aber das war ja so schön. Mhm, voll. Eine Woche da oben. Bestimmt voll toll, ja. Ja und? Ist doch schön. Für den Urlaub lohnt sich. Ich brauche im Sommer Urlaub, Leute. Wenn ihr wüsstet, was bei mir hier gerade alles los ist, dann würdet ihr sagen, Kilian, sei mal ein bisschen vorsichtig und pass auf dich auf. Aber ich liebe mein Leben gerade, wirklich. Naja, diese Location war ja wirklich mega. Diese Aussicht und alles. Naja, und was machen die Gören? Die fangen an zu streiten. Und warum? Wegen dem Bett. Kinders. Hat wegen dem Bett. Hat jemand zu früh Shotgun gesagt. Das war Mare. Shotgun, Mare, ja. Also, nee, aber dieses
wer schläft denn wo und so. Mhm. Meine Güte, wie lange seid ihr in diesem Bett? Ein paar Stunden, um zu schlafen. Scheiß doch drauf. Genieß doch die Aussicht und konzentrier dich doch lieber darauf, ein gutes Foto zu machen, Mensch. Also da denke ich mir, jede Staffel aufs Neue, Hirn verbrannt. Ja, wirklich krass, ne? Also das muss doch nicht sein. Freut euch doch lieber, die Sonne scheint. Vor allem, hier war es ja kalt. Alle schön. Ist ja jetzt nicht so, dass es nur ein Master-Bedroom gibt und alle anderen sind irgendwelche Kaschem. Weißt du, sondern ist ja alles geil. Hast du gesehen, die sechste Person war schwierig zu finden für das eine Zimmer, ne? Die wollten ja alle nicht mit den Zwillingen und Armin aufs Zimmer. Komisch, warum? Ja. Hat mich ein bisschen gewundert. Mhm. Aber es gab noch mehr Momente. Also Mare und ihre Outfits. Geil, fand ich cool. Also, das fand ich ja... Was macht die sich für eine Mühe? Leute, wisst ihr, wie ich Koffer packe? Du wirfst einfach irgendwas rein. Ich mache meinen Koffer auf, mache den Schrank auf, zack, 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 zack. Und ich bin wirklich allerspätestens nach 5 Minuten fertig. Selbst wenn ich 2-3 Wochen irgendwo hinfahre. Ohne die Hälfte zu vergessen? Ja, bei mir geht das zack, 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 zack. So, ich meine, ich weiß eh, wie ich in diesen Sachen aussehe. Meistens ziehe ich eh das Gleiche an, aber... Also ich brauche da nicht lange für. Wie viel Zeit die sich nimmt. Also. Und das dann auch so einzuwickeln, diese Folien oder was das, weil das Papier da so, ne? Ja, ich kenne auch jemanden, der sehr akribisch ist bei seinem Kofferpacken, aber noch nicht so akribisch, wie Mare das macht, mit diesen Fotos dran. Aber finde ich gut, ne? Ich mag das ja, wenn sie da so eigen rumhüpft, ne? Ja, und dann hatten wir ja Armin, der irgendwie versucht hat, einen auf Schauspieler zu machen. Dieses melodramatische Vorlesen der Aufgabe. Aber leider nicht so gut. Oh, das war aber talentlos. Ich habe auch gefragt, was das sollte. So. Was wollte das? Ja, naja, er wollte, glaube ich, Schauspieler spielen. Hat aber in dem Moment leider nicht geklappt, lieber Armin. Und war jetzt nicht so eine geile Performance. Aber wenigstens sah gut aus. Du wieder. War das jetzt böse eigentlich? Ein bisschen, ne? Was denn? Na, wenn man sagt, wenigstens sieht er gut aus, ist eigentlich nicht so ein tolles Kompliment. Also eigentlich schon. Ich möchte ihm jetzt nicht damit absprechen, dass er auch andere Talente hat, wenn ihr das jetzt so... Ja, aber die kennen wir ja noch nicht. Wir sind ja erst in Folge 4. Das Talent fand ich jetzt so ein bisschen nicht so gut. Koffer tragen, das kann er auf jeden Fall sehr gut. Ja, sehe ich auch eine große Zukunft. Nein, Armin, das ist überhaupt alles gar nicht böse gemeint. Wir kommen auch nachher noch zu richtig guten Sachen bei dir. Definitiv. Nicht nur, aber schon auch. Und das ist ja einfach auch unterhaltsam. Also Armin unterhält uns ja damit, wenn er da theatralisch redet. Er hat viel Sendezeit auch, ja. Ja, hat er auch viel Sendezeit. Na klar, wenn er da einen auf theatralischen Schauspieler oder verliebten Gockel macht, dann kriegt man auch Sendezeit. Ne? Mhm. Ja, so viel dazu. Ja, und dann kamen wir doch schon an zum Shooting. Rede du mal, ich habe jetzt schon wieder so viel geredet. Ja. Also ich fand es schon mal gut, dass die das auf jeden Fall in Gruppen gemacht aber haben, weil da ging das ein bisschen schneller. Seht ihr mal wieder die Formbereitung? Ja. Guckt mal hier. Ich habe mir zu jedem einzelnen Shoot was aufgeschrieben. Das macht mich ja, würde mich ja verrückt machen, zu viel. Ich brauche das die ganze... Nee, Shooting, ich fand es gut, dass es in Gruppen war, weil dadurch hatte es einen guten Flow in dieser Folge. Das hat mir sehr gut gefallen, weil dadurch, dass diese Folge eh schon so einen guten Flow hatte, durch diese ganzen einzelnen Parts, fand ich das jetzt gut, dass man das nicht so in die Länge gestreckt hat. Und du hast natürlich gesehen... Wer gut war und wenn nicht. Ja. Also zum Beispiel, ich muss jetzt mal sagen, wenn ich jetzt mal kurz auf Lukas eingehe, weil du den hast ihn vorhin angesprochen, ja. Und bei Lukas ist mir auch aufgefallen, also weil das hat Heidi auch kritisiert. Da sind wir doch aber noch gar warum? Nicht. Warum? Du hast jetzt aber im ich gehe da nicht der Reihenfolge nach. Ach so. Bist jetzt die Reihenfolge? Ich sag nur ein, was zu Lukas, was mir aufgefallen ist. Ja, mach. Das große Problem ist, wenn du versuchst, Model zu spielen, anstatt Model zu sein. Ja, leider, Lukas, es tut mir auch so leid. Das war jetzt für mich leider die Steilvorlage, weil du gerade mit Schauspielern angefangen hast. Deswegen musste ich das jetzt bringen. Du hast das leider auf den Punkt gebracht. Ja. Ich meine, es ist ihm anzurechnen, dass es das erste Shooting dort war. Aber du hast einfach so recht. Gehen wir doch einfach zu dieser Gruppe. Aber er war stets bemüht. So. Gut, er war stets bemüht. Nein, Moment, ich muss auch was Gutes sagen. Ich mag ihn voll gern. Ja, ich mag den auch sehr. Wirklich, tatsächlich sehr. Aber ich... Na, haben wir ja auch schon kein Model und so, aber der hat ja da auch rumgepostet und das war alles zu viel und du hast es auf den Punkt gebracht, der hat halt Model gespielt, so wie Armin vorher Schauspieler, so. Und trotzdem, als Heidi dann hingegangen ist und gesagt hat, du, mein Kleiner, vielleicht mal ein bisschen anders, hat er das ja auch besser umgesetzt. Und ich fand auch, der sah gut aus auf dem Foto. Nicht wie ein Model, aber er sah gut aus. Er hat seine Aufgabe, am Anfang war er stets bemüht und drüber. Und danach hat er seine Aufgabe aber schon gut erfüllt. Das muss man schon sagen. Ja. Also das muss man jetzt hier wirklich sagen. So, damit dein innerer Monk befriedigt ist, darfst du jetzt der Reihenfolge nachgehen. Ich weiß nicht, nee, jetzt mache ich das hier, jetzt plötzlich. Bei Lukas war ja auch noch Tracy. Ja. Naja, da muss man halt ja wirklich sagen, die ist gar nicht mit dem Wasser klargekommen. I'm sorry. Also die ist mit diesem Wasser nicht klargekommen. Das hat sie überwassert.
Das muss man einfach sagen. Mehr sage ich dazu nicht mehr, haben wir ja alles schon gesagt. Ja, und es gab da natürlich eine Siegerin bei diesem Shooting und das war ja ganz klar. Ja, jetzt muss ich mal hier wieder zurückgehen. Mare in der Gruppe, ja, Mare, was hat die denn da für ein Gesicht gehabt? Da sah es ja alles. Ne? Mare sieht ja super aus. Also ich finde auch ihre Haare mega, das sieht alles toll aus. So, aber die ersten waren, glaube ich, die Gruppe um Grace, Yusufa, Marcia und Yannick. Naja, also da gab es auch eine, die gewonnen hat und zwar mit großem Abstand und das war Sexy Hexy Grace, die so sensationell gut war. Also wow, Grace, Chapeau. Yusufa hat genau das bewiesen, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Der muss einfach gar nichts machen, der muss einfach nur in die Kamera gucken und es ist da, weil der hat so einen natürlichen Ausdruck, der manchmal auch so ein bisschen so wirkt, als wäre er nicht da. Mhm. Ne? Der wirkt ja manchmal, als wäre er woanders. Aber genau das ist seine Stärke. Der braucht ja nur gucken. Der braucht ja nichts machen. Der kann sich einfach hinstellen. Das hat er hier bewiesen. Fand ich ja super. Marcia, ja, die ist auch mit dem Wasser nicht so ganz klar gekommen wie Tracy. Sie kam dann zum Schluss noch so ein bisschen besser rein. Und ich fand auch, das Foto sah ganz gut aus. Und dann hatten wir halt noch Yannick. Da muss ich sagen, dass mir gar nichts im Kopf geblieben ist. Nee. Also weder beim ersten Mal gucken von gestern Abend noch beim zweiten Mal jetzt, fand ich leider nicht so. Weißt du, was ich bei Marcia sagen muss? Mhm. Die hat eine tolle Einstellung, deswegen will ich diese Geschichte ganz kurz erzählen. Und die sieht auch ein bisschen aus wie die Williams-Schwestern früher. Marcia hat sich im letzten Jahr beworben bei GNTM, war ganz traurig, dass sie nicht genommen wurde. Marcia hat sich dieses Jahr bei GNTM beworben und war ganz traurig, dass sie nicht genommen wurde. Dann hat sie bei Instagram gesehen, dass es in Berlin ein offenes Casting gibt. Und sie dachte sich so, ich werde diese Absage beim Casting nicht hinnehmen und ich fahre nach Berlin und probiere es einfach mal bei den vielen tausend Leuten, die dort waren. Und was macht sie? Sie geht auf den Laufsteg, Heidi Klum pickt sie raus und sie ist dabei. Und ich finde, das ist eine tolle Einstellung, das ist eine tolle Geschichte, dass man, egal wie oft man, weil das ist ja auch wichtig für diese Branche, du bekommst so oft gesagt, nein, 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 nein. Ja. Und dass du dann trotzdem, egal manchmal wie enttäuschend das ist, du einfach trotzdem hingehst und sagst, okay, akzeptiere ich nicht, ich probiere es nochmal. Hat ja geklappt. Hat geklappt. Beim Shooting jetzt natürlich nicht. Woher so, weißt du aber das denn? Hat die hat ein Reel dazu gemacht. Das habe ich mir angeguckt. Das fand ich ganz die ist eh, also ich finde die bezaubernd. Die hat was von mir, also für mich, auf mich wirkt die noch wie so ein kleines, junges Küken. Die sieht auch aus, als könnte sie 15 sein. Ich glaube, sie ist die 22 oder 21. Ach, ehrlich? Mhm. Krass, die sieht viel jünger aus. Bezauberndes Mädchen, bezauberndes Mädchen. Dann gab es ja die Gruppe um Franz, Stella, Bau und Felice. Mhm. Also, Herr Franz. Herr Franz? Herr Franz hat ja in diesem Shooting ein Gesicht gehabt wie so eine Puppe aus den 40ern. Ich glaube, das lag an ein bisschen zu viel Rouge in seinem Gesicht. Aber auf den Schwarz-Weiß-Bildern kam dieses Rouge halt super rüber. Ich finde, Franz war bei diesem Shooting super. Ich bin mal gespannt, wie viele unterschiedliche Gesichtsausdrücke der am Ende so drauf haben wird. Aber er war super, der sah toll aus. Naja, und ich meine, keine verbindet Sinnlichkeit mit Sexiness so hervorragend wie unsere Stella. Ach, ich war wieder so am Schwärmen. Ja, ich bin übrigens auch ein großer Fan von Franz. Ich finde ihn generell sehr toll. Also das, was man gesehen hat, ist bisher richtig gut. Ich finde ihn auch so optisch gut. Toll. Ich habe auch mochte ihn auch letzte Woche auf dem Laufsteg, auch wenn er nicht gezeigt wurde, aber ich habe das Foto gesehen. Bin gespannt, was da noch so kommt. Ja, ein bisschen weniger Make-up, würde ich sagen. Ja, das war mir auch ein bisschen zu... ich dachte, nee. Bei Felice muss ich sagen, dass ich sie gerne öfter mit glatten Haaren sehen würde, weil ich muss sagen, ich fand sie nicht so spannend vor diesem Shooting. Als dann dieses Shooting war, die war jetzt nicht die, wo ich so immer am meisten hingeguckt habe, weil da einfach zwei andere waren, die ich spannender fand. Aber irgendwann guckte ich so hin und dachte, upsala, wer ist denn da? Ja, also Wahnsinn, dieses Gesicht mit diesen nassen Haaren. Also ich würde beim Umstyling sagen, Glatthaarfrisur. Ich liebe halt auch rote Haare, ne? Ich liebe also auch rote Haare. Außer bei Männern. Das ist ja aber jetzt eine persönliche Anekdote. Also, liebe Männer, fühlt euch nicht angegriffen. Ich mag nur eine Person nicht mit roten Haaren. Das ist Pumuckl. Rotisch, rassistisch. Ich liebe rote Haare bei Frauen. Ich liebe die auch bei Männern. Ich finde das super. Ja, du weißt doch, was das jetzt für eine Anspielung ist. Ah, die Anspielung. Hat auch ein bisschen gedauert. Okay. Sonst auch. Nee. Die gefällt mir sehr gut, ja. Ich würde die auch. Also, ja, ich finde die gut.
doch, gefällt mir. Ja, also fand ich gut. Ich fand die, also ich bin mal gespannt, wie lange das gut geht mit ihr. Da muss ein bisschen mehr kommen, ne? Also ich glaube, die kommt nicht so bald. Ich fand die jetzt wirklich sehr hübsch bei diesem Shooting. Wirklich sehr, sehr hübsch. Ich glaube trotzdem noch, also momentan glaube ich noch nicht so an sie. Leider war das auch so bei Bau. Ich muss sagen, der ist mir vorher gar nicht so, auch nicht so aufgefallen. Bei diesem Shooting dachte ich dann auch so, wow, da ist ja echt ein Fashion-Gesicht dahinter. Habe ich vorher auch noch nicht so gesehen, aber er hat ja auch selber gesagt, er ist ein bisschen schüchtern. Ja, und das ist, aber das ist dann vielleicht auch, das ist vielleicht dann auch nicht der Job. Ich finde ihn auch toll. Aber wenn er sich schon, der hat sich ja beim Anfang, dachte ich so, sag mal, wow, du weißt schon, dass du mit aufs Foto sollst. Ne? Der hat sich ja quasi fast hinter den versteckt. Ja, absolut. Wo ich mir dann so dachte, das war nicht so gut und die Quittung hat er ja auch gekriegt. Ich muss aber sagen, dass auf den Bildern, also was da das Bild, was ausgesucht hat, da sah jetzt niemand, sie sahen alle toll darauf aus, fand die Bilder eh alle sehr schön. Aber der Weg bei Bau und auch bei Felice war halt ein bisschen länger als bei den anderen beiden. Dann hatten wir noch die Gruppe, die hatten wir schon. Ah ja, Armin, Dominik und Jana. Naja, was soll man denn dazu sagen? Das finale Ergebnis war mal wieder, dass Armin Angst hatte, dass seine Holde Maid gehen muss, weil sie gewackelt hat. Ja. Beim letzten Mal war das, weil sie hingefallen ist. Jetzt hat sie gewackelt und Armin hat es gleich wieder mit der Angst zu tun. Aber lieber Armin, es ist ja gut gegangen, ne? Wie man sagen würde. Es ist ja gut gegangen, sie ist noch da und ihr könnt euch weiter kennenlernen. Freuen wir uns ja auch drauf. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie gar keinen Bock auf ihn hat. Sag ich jetzt einfach mal so, es wirkt auf mich so. Ich glaube, es ist eher ein bisschen einseitig. Es ist einseitig, dazu mag ich jetzt noch nichts sagen, aber vielleicht ist es so. Bei den Bildern muss man ja ganz klar sagen, Armin, da warst du der Beste. Ja, also ich muss aber auch jetzt super. Mal, jetzt darf ich auch mal was zu Armin sagen. Ich darf ich auch mal loben, ne? Ich habe ihn doch auch gerade gelobt. Ja, ich finde, der ist einfach schon eine Erscheinung, wenn der nur am Set auftritt. Als er bei dieser Challenge am Anfang war, vom Opener, der kam rein, der stand da mit seiner offenen Jacke und so. Das ist einfach ein hübscher Mann, der muss nicht viel machen. Du guckst doch wieder nur auf den Waschbrettbauch. Also, soll ich jetzt was zum Thema Waschbrettbauch sagen? Das kann ich nicht sagen, dann rasten die Leute gleich wieder aus. Ja? Was denn? Also, der hat einen mega schönen Körper und der braucht nichts verändern. Aber unter einem Waschbrettbauch verstehe ich dann doch was anderes. Aber das hat ja nicht er gesagt, deswegen ist es okay. Aber ich finde, das ist ein toller Typ. Der macht einfach was her, der ist fotogen, das siehst du auf der Homepage von ProSieben, das hast du auch hier bei jedem Foto gesehen, das siehst du selbst bei jedem Making-of-Foto. Armin, der findet dich gut. Ja, siehst du auf jedem Making-of-Foto, der ist toll. Ja, der hat auch Talent. Ja. Definitiv. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, mein Freund Armin. Aber ich muss sagen, die Geschichte mit Jana interessiert mich nicht so sehr. Interessiert ihn nicht? Nee. Ich glaube, andere Leute vielleicht schon oder auch nicht. Wir werden es sehen. Naja, und dann in der anderen Gruppe, muss ich auch sagen, da gab es dann zwei, die einfach rausgestochen sind. Das war der Luca und die Nuri. Fand ich, die haben die Gruppe rasiert. Livingston schien ja auch ganz gut zu sein bei dem Shooting, aber da muss ich sagen, das ist für mich derjenige, der mich aktuell mit am allerwenigsten interessiert, weil er für mich gar kein Model ist. Bei Luca sehe ich das ja auch so, aber der interessiert mich irgendwie mehr, weil ich auch mehr von ihm sehe, den irgendwie lustig finde und auch so ein bisschen, ich glaube, Lukas ist auch so eine kleine Maus, die immer so ein bisschen für sich so Erklärungen braucht. Das habe ich beim Shooting immer so gesehen. Der erklärt sich immer so viel und so. Aber ich mag ihn. Und deswegen ist Livingston für mich leider gerade noch so uninteressant. Auch trotz seines Feen-Outfits im Interview? Feenart. Da sah aus wie eine kleine Fee, hat nur eine kleine Flügel gefehlt. Muss jemand einen Screenshot schicken, wenn ich es nachher raussuche. Ja. Du hast zum Glück wahrscheinlich im Moment nicht hingeguckt, vielleicht besser so. Ich habe jetzt eigentlich einen witzigen Kommentar erwartet. Ich musste so lachen. Der Mann hat Humor, mag ich. Der Mann hat definitiv Humor, aber also ich weiß auch nicht, mich catcht der halt leider irgendwie nicht. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Mal gucken, wie sich vielleicht das passiert entwickelt. Das ja noch. Ja. Ja. Naja, und dann raus, ganz schnell. Bau, Vanessa, Tracy, Yannick. Kann ich jetzt überall mitleben. Ja, ich möchte noch was zu Liz Hurley sagen. Oh. Ich habe mir keine Gedanken über ihre Teilnahme gemacht, außer dass ich mich gefreut habe, dass jemand kommt, den wir da noch nicht hatten. Das fand ich cool, nichts gegen dich. Freue mich auch, wenn du jedes Jahr dabei bist, immer wieder.
ich finde sie jetzt mega gemacht, weil, ich kann ja sagen, was mir unglaublich gut gefallen hat, einfach, dass sie total im Thema war. Die saß da nicht und man hatte als Zuschauer das Gefühl, die sitzt ihre Zeit ab, sondern die war total im Thema, die steht vom Stuhl auf, geht hin, macht dies, das, jenes. Wow, stronger, das war toll. Ich finde auch, dass sie diese Entscheidung gut gemacht hat, weil man gemerkt hat, dass ihr das auch trotzdem schwerfällt, obwohl sie diese Leute nicht kann. Ne? Man könnte jetzt sagen, es kann ja egal sein, aber sie ist ja trotzdem ein Mensch und die Kandidaten und Kandidatinnen sind natürlich auch Menschen. Kann und gerne öfter kommen. Ne? Ja, finde ich auch. Also es war, muss ich ehrlich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Das war so, ich dachte, krass. Ja. Ja, da sind wir schon am Ende mit Heidis Rache. Ja. Ach, Tracy. Naja, ich finde es trotzdem schade, ja. Ja, ich finde es auch krass und ich möchte auch wirklich nochmal was zu Tracy sagen. Nimm es dir nicht so schwer. Ja. Du bist eine wunderschöne Frau und ich glaube auch, dass du eine sehr liebe Frau bist. Ja. Und koch die Emotionen da raus und lass es einfach hinter dir und mach keine Statements mehr und so, weil ich glaube, das ist jetzt einfach okay und ich wünsche dir wirklich viel Erfolg und alles Gute. Ja. Und nimm dir das, was in den Kommentaren steht, nicht zu sehr zu Herzen. Ich weiß das möchte ich immer sagen. Und das ist lese auch für es alle. Einfach nicht. Genau, das nimmt sie sich zu Herzen. Natürlich. Nur dadurch ist es ja entstanden, dass quasi, das Video verboten wurde. Ja. Ja. Macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen.